Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir machen mit der Kirche weiter und da wird es auch gerade richtig zum richtigen Zeitpunkt hell. Und ich wüsste jetzt immer noch nicht, was wir da irgendwie hinmachen sollten. Ich suche jetzt noch nach was Schönem. Ja, leck doch halt hier. Was man hier oben reinsetzen kann, als irgendwie noch Deko-Objekt. Und dann werden wir uns um die ganzen Farben einmal kümmern. Und ja, dann ist die Kirche eigentlich an sich so gut wie fertig. Ich glaube, da werden wir jetzt nicht mehr lange dran sitzen. Was ich gerne auch noch machen möchte, ist hier unten das Verbauen. Da muss man dann vielleicht gar nicht den zweiten Turm nochmal nehmen, sondern einfach hier was drunter setzen als Verlängerung. Da gucke ich jetzt gleich mal. So. Jetzt würde ich nochmal einmal hier durchscannen, durchgucken, ob wir eine Möglichkeit hierfür haben. Ich meine, man könnte auch versuchen, einfach den rauszuziehen. Bis die Fenster kommen. Das ist aber tief, ne? Ich meine, das wäre, glaube ich, die einfachste Lösung. Oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Das wäre das Einfachste. Die Türen sieht man immer noch. Da müssen wir noch gucken, dass wir irgendwie Griffe dafür machen können. Hier oben. Ja, was machen wir da oben hin? Also eigentlich haben Kirchen da ja meistens so ein... Du bist eh zu groß. So ein groß, schönes, rundes Fenster. Ich glaube nur, alles, was wir hier zur Wahl haben, ist ja größer als das Haus an sich. Du in so gedreht passt da auch nicht hin. Ich hätte sonst gedacht, man macht halt irgendwie... Ja, nee. Vergesst es. Das runde Ding hier würde passen, ist aber pottenhässlich. Lassen wir also auch. Gut. Hätten wir das schon mal geklärt. Dann gucken wir jetzt, ob wir da irgendwas anderes hinzaubern können. Irgendein Deko-Objekt. Irgendwas Schönes halt. Hier war ich ja auch schon mal drin, ne? Ich weiß, aber... Die Hoffnung ist immer als letztes da. Wir könnten noch bei Wanddekorationen gucken. Sowas würde sich natürlich auch anbieten, ist aber leider zu groß. Auch wenn wir das jetzt umdrehen. Naja, also so könnte das zumindest vielleicht funktionieren. Aber ich glaube, das ist dann wieder zu viel. Zu schnicki, schnacki, schnucki. Nee. Nur so ein kleines, aber das ist so... Das ist schon übertrieben, das ist mir zu viel. Hier nur so eine Geschnörkelze, aber muss da Geschnörkel hin? Eigentlich eher nicht, ne? Wie gesagt, da ist eigentlich meistens so ein Fenster. Ich will ja jetzt nur eine Kleinigkeit... Eine Kleinigkeit, die danach schreit, jo. Das passt. Das sieht gut aus. Aber wir machen hier einfach so ein... so ein Graffiti. Da hat es jemand gewagt, die Kirche mit Graffiti zu besprühen. Ich glaube, du warst auch groß, ne? Nicht ganz so groß, wie ich gerade gedacht habe. Ja, es lässt sich nicht so perfekt positionieren, wie es mir dann gefallen würde. Hier mit Gold kann man natürlich arbeiten, aber ich befürchte, dass auch hier diese ganzen Ornamente einfach viel zu riesig sind. Oh, das bezaubernd, das ist alles wunderschön. Auch kann ich das alles nutzen? Nicht. Danke. Hier so. Ist auch meistens an Kirchen.
Der ist halt ein bisschen übertrieben, ne? Oder wir machen da so einen Drachen dran. Das wäre zumindest irgendwie ein Deko-Objekt, was passen würde. Jetzt würde ich das nur auch irgendwie in so einem Grauton machen, damit sich das bei den anderen Sachen mit anpasst hier. Und ich höchstens irgendwie so anbringe. Ich weiß noch nicht, ob das zu viel Schnickel, Schnackel, Schnuckel ist, ne? Zu viel Gebimsel und Gebamsel. Zu übertrieben. Zu gewollt. Ich bin da überall nicht mit glücklich. Das ist alles blöd. Richtig blöd. Nein, ich wollte das nicht positionieren. Ich wollte es eigentlich drehen und dann habe ich festgestellt, dass der Winkel nicht an ist und dann... So. Danke. Nee, es muss so tief sein, sonst guckt es da raus. Es wäre ein interessanter Anbau. Nee. Weg mit dir. Es war schön, aber... Es ist mir einfach alles zu... Einfach alles zu. Sind wir wieder bei meiner Lieblingszuckerwatte hier. Nee, nicht Zuckerwatte, Zuckerschrift. So, mit der was reißen können. Hast du die jetzt positioniert? Nein, hattest du nicht. Das ist die heilige Kirche der Blume. Ob preiset die Blume der Hoffnung. Und ehrlich, so kacke finde ich das gerade nicht. Sieht okay aus. Haut mich nicht von den Socken, ist aber okay. Kann doch nicht so schwer sein, hier irgendwas hinzuklatschen. Das wäre mehr die Blume, ne, der Hoffnung. Das finde ich bisher noch am schönsten. Das da. Das Hoffnungsblumending. Das wäre auch noch so eine Möglichkeit, aber... Ich bin da voll unzufrieden mit, weil ich nicht das kriege, was ich haben will. Schlimm mit mir, ich weiß. So, jetzt wollte ich aber gucken, wie wir hier diesen Turm gerettet bekommen. Mit dieser Säule vielleicht. Könnte tatsächlich funktionieren. Winkel sind an. Oder bist du zu breit? Das wäre tatsächlich nicht zu breit. So ein Millimeter vielleicht, aber das kann man ausgleichen. Farblich müssen wir uns eh noch einigen, wie wir das Ganze hier bemalen wollen. Ich finde das Gelb von der Kirche an sich, also von dem Gebäude, gar nicht so schlecht, was da jetzt vorgegeben ist. Ich glaube nur nicht, dass wir das bei dem Objekt hier so... So, ja, reproduzieren können, wie wir es bräuchten. Ah, sieht das schon mal gut aus. Ja, ich finde, das ist optimal hier.
Ja, da ruhig so ein bisschen überstehen, ist ja okay. Dann nochmal so interessante Nischen. So. Ja, guckt mal. Hätten wir den Turm von unten auch schon mal bebaut, sag ich mal. Mal den müssten wir, glaube ich, noch einen Ticken rausziehen. Der ist noch nicht ganz so happy mit seiner Position. So. Ja, wie gesagt, Farben. Also das Zusammenspiel von dem Grau, dem Braun, finde ich schon ganz gut. Wir könnten die Säulen hier... Nein, ich wollte nur die Säulen ohne den Turm. Die könnten wir natürlich jetzt auch in dem Grau machen. Jetzt wird es natürlich wieder perfekt dunkel. Weil ja dunkel so viel einfacher ist. Das Ding. Also wie gesagt, die Farbe ist eigentlich schon ganz cool. Ich würde aber einfach mal rumprobieren. Ja, das ist ein bisschen heller. Ich hätte gern wieder Tag. Das wäre ganz bezaubernd. Wir müssen nämlich auch noch das Dach färben. Das Grau müsste, denke ich mal, das gleiche sein. Wie der Rest. Das Dach. Zumindest glaube ich, dass das hier die Dachschindeln sind. Würde ich... Eigentlich finde ich die Farbe gar nicht so schlecht. Das Braun würde ich auch so lassen. Das ist, glaube ich, auch vom Dach. Da müssten wir nur den Turm anpassen. Ich hoffe. Ich hoffe, das ist die Turmdachfarbe. Ja, aber es sieht, wie ich jetzt schon sehe, bescheiden aus, ne? Es sind die gleichen Kacheln. Es ist der gleiche Dreckigkeitsgrad, aber es sieht so vollkommen anders aus. Wobei, man könnte das natürlich so argumentieren, dass das voll gekackt ist, ne? Kacken nicht immer die ganzen Tauben auf die Kirchendächer? Ich meine ja nur, es wäre so ein Ding der Machbarkeit, der Möglichkeit, um das, ja, zu begründen, warum das so schrecklich aussieht. Wir warten mal eben, bis Tag wird, vielleicht... Sieht es dann ja gar nicht mehr so schlimm aus. Ich hätte jetzt gerne noch hier, wie gesagt, irgendwie so Türgriffe. Seid ihr zu groß, um damit zu spielen? Winkel ist an. Bist du die große oder die kleine Variante? Du warst, glaube ich, die große. Nehmen wir jetzt die kleine... Glaube ich, übertreibe mittlerweile, oder? Oder ist das noch okay? Was ich hier veranstalte. So. Ne? Türgriffe. Um in die Kirche reinzukommen. Könnten wir bitte Tag haben, Spiel? Ich müsste einmal gucken, was ich da für eine Katastrophe auf meinem Dach fabriziert habe. Haben wir hier sonst noch irgendwas, was wir nutzen könnten, um das jetzt hübsch zu machen? Vielleicht diesen Pott. Oh, als Büsche hier so links und rechts. Oh. Oh, guck mal, wie hübsch. Ist halt bepflanzt. Da würde ich es jetzt halt nicht vor den Fenstern durchziehen, aber das ist doch schön. Gut, das sieht mal so gar nicht danach aus, weil ich eine falsche Farbe genommen habe, ich Dödel. Das hat keiner gesehen, okay. So passt es nämlich dann. Aber sowas von perfekt passt es dann. Ich weiß halt nicht, ob das zu grau dann ist. Das ist nur das Problem, wenn ich den Turm jetzt auch hell mache, dann sind die Fenster nicht dieser Grauton. Und ich glaube, ich hätte lieber das Graue. Das ist nur die Sache, machen wir die Kirche auch grau? Ich glaube, das sieht besser aus, wenn wir das Gelb da rausnehmen. Das ist eine coole Kirche, ganz ehrlich.
Ich bin begeistert. Hier müssen wir gucken, das wird ja jetzt halt dann wieder Berg. Dass wir das dann vernünftig machen. Ich hätte auch gern den Baum. Und so einen kleinen. Neben der Kirsche. Und eine Tanne. Gehörst du zu irgendwas? Du gehörst natürlich zu irgendwas. Auch eine Tanne. Genau, so groß. Weil das realistisch ist. Eine kleine Tanne. Da kommen jetzt halt die Tannen überall wieder durch, ne? So. Oh, ich finde die süß. Ich finde die echt süß. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier vielleicht noch was vormachen, wie so ein Vorplatz. Irgendwie so eine Bodenplatte oder... Wie sieht denn von dir die... Du bist zu klein. Das wäre auch interessant gewesen. Leute, ganz ehrlich, ich hätte gern lieber das. Wartet. Ne, wir müssen erstmal ins Gebäude. Gehen wir mal hier. Jetzt müssen wir wieder alles wegmachen, was wir nicht brauchen. Und das gefühlt alles, was ich jetzt markiert habe. Schön. Aber jetzt nur noch die beiden Zuckergussdinger? Ja. Tschüss, ich will das da haben. Aber sowas von. Ist, hallo, ich habe X gedrückt. Das ist das Objekt, was ich in meinem Leben für diese Stelle gebraucht habe. Ach, ist das schön. Ach, ich bin happy. Man hätte wahrscheinlich auch die Rückseite von so einer Kugel nehmen können, ne? Dann lass mich, ich werde es mal einmal ausprobieren. Jetzt habe ich mein finales Ding, ja. Aber einfach nur, um zu gucken, ob das mich genauso glücklich gemacht hätte. Nein, nein, hätte es nicht. Hätte es nicht. Gut, was machen wir denn jetzt hier unten als Boden hin? Darf ja schon irgendwie Stein sein. Ja, genau. Wahrscheinlich sollte ich auch woanders suchen, anstatt hier. Ah, ich glaube, es wird hier nichts. Ich wollte halt einfach so einen kleinen gepflasterten Platz. Ich glaube, da sind wir besser bedient, wenn wir uns jetzt irgendwie ein Fenster oder so nehmen und davon die Rückseite. Anstatt hier irgendein Gekrebsel. Ich meine, hier hat man natürlich irgendwie bodentechnisch, könnte man was mit einem interessanten Muster machen. Ich weiß nur nicht, ob die Rillen nicht zu klein sind. Okay, es wäre eh mindestens so weit im Boden. Das könnte man voll gut als Achterbahn-Warteschlange nehmen, wenn man so eine Mini-Achterbahn baut und dann... Nee. Nee, lassen wir. Träumt nicht. Fangt nicht an zu träumen und denkt, yo... Die baut uns jetzt eine Mini-Achterbahn hin. Nein. Beim besten Willen, nein. Aber das hier könnte tatsächlich funktionieren. Abgesehen davon, dass du zu kurz bist. Du wärst lang genug, aber da müssten wir dann zwei nebeneinander machen. Das ist ja kein Problem. Ich hätte das gern auch ein bisschen dunkler.
Natürlich passt das hier nicht. Du blödes Spiel. Das machst du doch immer mit Absicht. Und ihr seid auch irgendwie nicht so, wie ich euch brauche. Das macht das Spiel auch mit Absicht. So. Hätte man hier so einen schönen Kirchenvorplatz. Warum ist das Ding jetzt gelb? Habe ich das umgefärbt? Hallo, ich möchte den Stern haben. Hä? Der wirkt jetzt überhaupt nicht mehr so schön türkis, wie er sollte, ne? Aber wir könnten... Wir könnten aber das Gold vielleicht auch eher in so einen Bra... Ach so. Ach so. Das ist so doppeldeutig. Nein, es ist so doppelleuchtileucht. Okay. Okay, ich dachte, der zweite Punkt, dieses gelblichere, wäre der Rahmen. Aber das wäre der Stern an sich gewesen. Okay, so, dann haben wir es jetzt so gefixt, wie ich damit doch recht glücklich bin. Kann man sowas? Nein. Ich dachte, als Säulen hier nutzen. Ich meine, okay, du nicht. Ich meine, die beiden hier prinzipiell schon. Man kann die ja auch stoppen und sagen, ey, nicht drehen. Aber von der Textur her gefallen die mir nicht. Und ich wüsste auch nicht, warum da eine Säule stehen sollte. So. Wir könnten hier... Bist du... Wie groß bist du? Groß. Wie groß bist du? Hier für Weihnachten. Dann hätte die Kirche auch einen Weihnachtsbaum. Oh, das wäre ja perfekt. Also wenn wir zur Weihnachtszeit kommen, dann müssen wir umdekorieren. Das wäre ja mega. Du bist riesig, ne? Ja. Aber das wäre natürlich auch, guck mal, für so einen Boden. So ein Dschungelgestrüppboden gedönst. Naja, gut. Das ist wieder eine andere Geschichte. Oh. Oh, einen Moment, wir haben es gleich. So. Ich bin ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, was ich an der Kirche noch groß verändern würde. Wir müssen natürlich hier die Tunneleinfahrt machen, hier noch Bepflanzung, den Zaun noch weiter bis da ziehen. Das sind alles Kleinigkeiten, die wir noch machen müssen. Wir könnten aber schon mal überlegen, womit wir jetzt noch die anderen Lücken hier füllen. Oder müssen wir da gar nicht so viel Tamtam machen? Man kommt hier halt an, ne? Wir spielen jetzt mal Auto. Da hast du hier den Blick auf den See, der von hier gerade mega cool und nebelig aussah. Dann fährst du hier auf dieses wunderschöne Haus zu. Ja? Dann fährst du hier rum. Kannst ja auch mal gucken, so, aha, oh, interessant, schön. Und dann, oh, guck dir die Kirche an. Wow! Und ich glaube, dann guckt man hier aber so lange rüber, dass man hier eh nichts mehr wahrnehmen würde. Das heißt, ich würde das alles, denke ich mal, bepflanzen. Und dann fährt man hier geradeaus zu auf das nächste. Also vielleicht wirklich so ein mehr City-Bereich. Das hier ist ja Vorstadt mit Kirche, ne? So ganz idyllisch, noch sehr bepflanzt. Und da hinten macht man dann halt wirklich, ja, Innenstadt. Und dann fährst du hier in den Berg rein. Und was wir im Berg machen, habe ich noch keine Ahnung. Man da einfach durchfährt, dass ich das irgendwie abstütze und auch versuche, Mini aussehen zu lassen. Ich bin mir noch überhaupt nicht sicher, ne, wie ich das da gestalten soll. Und was wir hier auf dem letzten Stück noch machen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Bisher nimmt das hier schon sehr gute Form an, das definitiv. Aber so langsam komme ich da an den Punkt, wo ich mir denke, so, ja, was jetzt noch? Noch die nächsten 5 Häuser? Was macht man im Tunnel? Na gut, da wir jetzt noch etwas Zeit haben und ich jetzt kein neues Gebäude oder sonst was anfange, machen wir dann halt hier diese Natureckchen fertig, dass der Bereich dann auch abgeschlossen ist. Ja, dann müssen wir halt gucken, ne?
Dann müssen wir halt gucken. Ich glaube, das wird echt cool, wenn das fertig ist. So, ist jetzt da auch ruhig hier direkt am Weg an. Das passt hier sehr gut gerade. Und dann wäre halt, ne, der Zaun würde dann irgendwo da vorne dann enden und in eine kleine Mauer übergehen zu dem eher städtischen Bereich. Da machen wir dann so ein paar Hochhäuser. Vielleicht ein Supermarkt. Irgendwie sowas. Dass man hier auch Abwechslung hat und nicht halt ein kleines Haus nach dem anderen. Was natürlich sehr süß ist. Aber irgendwann ist man ja auch eingeschränkt, was die Optionen angeht. Was wir noch machen können auf jeden Fall, ist Beleuchtung, sehe ich gerade. Jetzt, wo es ja dunkel ist, gib mir mal die... Oh Gott, Eskalation. Die Lampen. Da würde ich auch wieder das Gleiche machen. Hallo? Wieso? Was ist jetzt kaputt? Aha. Aha. Ich war dem Spiel einfach zu schnell. Die gleiche Lampe nehmen, die wir auch bei dem Wohnhaus genommen haben. Ich glaube, das ist ganz gut dafür. Flup, flup, flup. Wunder damit. Ah, das leuchtet das schon extrem an, ne? Aber warum auch nicht? Warum auch nicht? Es ist eine Kirche. Die darf leuchten. Nein! Wo hast du dich denn jetzt dran gesetzt? Du warst ausgerichtet. Du warst toll. So. Nein! Jetzt ist Tag. Jetzt können wir da nicht mehr gucken. Ob schön. Ich versuch's mal so auszurichten, wie ich denke, dass es gut ist. Und dann gucken wir bei der nächsten Nacht, ob das so passt. Aber ich würde das halt gerne auf jeden Fall beleuchtet haben. So. Ja, Mine. Mine, Mine. Was machen wir? Das war, glaube ich, etwas zu tief. Ich hier halt schön durchkommen. Das ist halt, man braucht natürlich auch ein bisschen Platz. Warte mal, wir lassen mal hier eine Testfahrt laufen. Dann sehen wir, wie das überhaupt mal wirkt, ne? Wenn da jetzt so ein großes Auto durchfährt. Ich will selber mitfahren, wartet. Ich will mitfahren! Ha! Voll gut. Willkommen in Tinyville. Siehst du da den kleinen Teich und den kleinen Bäumchen? Die kleinen Häuserchen. Oh, das ist süß. Oh, guckt mal. Die Kirche kannst du echt gut sehen. Ah, oh, das ist cool. Das ist cool. Ich möchte jetzt nur einmal sehen, wie es im Berg aussieht. Wie viel Luft wir denn da brauchen. Da müssen wir auf jeden Fall die Decke schon noch ein bisschen buddeln. Aber ich bin ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht... Ja, da müssen wir noch buddeln. Was ich hier reinbauen möchte, ne? Oh, das sieht voll gut aus. Guck mal, wie schön! Wenn uns da die anderen Autos entgegenkommen. Oh, ich liebe das. Ich liebe das echt. Das ist voll putzig. Ui, wir fahren jetzt auch noch zu Ende durch. Oh Gott, das könnte ein bisschen niedrig sein, ne? Minimal. Aber das Spiel hat mich das so bauen lassen, ja? Ich kann da nichts für. Muss ich da so ein kleines Schild machen? Bitte gut mal einziehen. Oh, das ist süß.
Ach, ich mag das. Guckt mal, wie das aussieht mit den Autos, die da durchfahren. Jetzt ist nur die Sache, ich stelle jetzt schon fest, dass wir wahrscheinlich mehr Autos brauchen werden. Betrieb. Ich mach mal 8. Ich sag mal, jetzt fahren die eh schneller los, als wie wenn Betrieb ist. Weil so hast du ja jetzt, okay, Tür auf, Tür zu, es fährt. Tür auf, Tür zu, es fährt. Aber bis die Leute wirklich ausgestiegen sind, rausgegangen sind, die nächsten wieder eingestiegen sind und dann die Türen zugehen und dann das Auto losfährt, dann ist das andere Auto schon hier, anstatt wie eben zack, 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 ne, so knapp hintereinander. Dann könnte das von der Länge dann eventuell wieder passen. Ansonsten müssen wir wieder ein oder zwei rausnehmen oder doch nochmal eins hinzufügen. Gut. Aber ich glaube, die Bahn oder diese kleine entspannte Fahrt, die wird grandios. Die wird super, wenn sie fertig ist. Wir machen dann in der nächsten Folge hier das Eckchen soweit fertig, bis wir dann hier ja zu, ich sag mal, Großstadt kommen. Ne, das machen wir schön unter die Brücke, versteckt, dass man das auch gar nicht so offensichtlich sieht. Vom Zug wird man es sehen. Man sieht es vielleicht auch ein bisschen von den Wegen. Mal gucken. Ich bedanke mich dann aber an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüsselü!